Ja, ganz herzlichen Dank für die Vorstellung, lieber Oliver, sowie für die Einladung, hier an diesem Format beteiligt zu sein. Es freut mich sehr, diese Diskussion führen zu können auf der Bühne, aber dann vielleicht auch im Gespräch mit Ihnen. Thomas Mann kontrovers lautet das Format. Es soll also darum gehen, verschiedene Standpunkte einzunehmen und einen Text im besten Wortsinn von kontrovers, also gegeneinander gerichtet, zu diskutieren. Der Zauberberg scheint dafür ideal geeignet zu sein. Also, wir waren bei der Kontroverse und ich sagte, dass der Zauberberg für eine solche Kontroverse ideal geeignet zu sein scheint. Nicht nur, dass wir uns eben jetzt im Jubiläumsjahr befinden, 100 Jahre Zauberberg. Nein, der Zauberberg selbst ist ja auch ein Roman, der fortlaufend Gegensätze zur Sprache bringt und auf ganz unterschiedlichen Ebenen die Gegensätze zu seinem Thema macht. Also jetzt sind wir bei den Gegensätzen angelangt, die im Text verhandelt werden, durchaus im Sinne von These und Antithese. Und es stellt sich dabei ja auch immer wieder die Frage nach einer Synthese. Hans Castorp als der Protagonist spricht das im Zuge seiner Schneetraumerkenntnis an, wenn er formuliert, dass der Mensch Herr der Gegensätze sei. Er rückt sich selbst als Mensch, damit also ins Zentrum und fragt nach seiner eigenen Positionierung. Schafft er es dabei, seinem formulierten Anspruch selbst gerecht zu werden? Nun, wenn Sie den Roman gelesen haben, dann wissen Sie, dass er sehr schnell am selben Tag noch schon wieder vergisst, was er im Sinne eines kategorischen Imperativs als Schneetraumerkenntnis formulierte. Entsprechend resultiert daraus auch kein Handeln. Und dennoch ist ja aber auffällig, dass er überhaupt zu diesen Gedanken fähig ist, dass er die Gegensätze erkennt, sie als solche benennt und sich wenigstens momentweise dazu positioniert. Auch Hans Castorp als Hauptfigur ist also in die Antagonismen des Zauberbergs involviert. Und somit kann er auch selbst Gegenstand einer Kontroverse werden, worum es heute gehen wird. Von Anbeginn des Romans bis zum letzten Absatz zeigt sich eine gewisse Spannung bezüglich seiner Figur, wenn es am Beginn gleich zweimal heißt, einmal im Vorsatz und dann im ersten Satz des ersten Abschnittes, dass er ein einfacher junger Mensch sei. Und im letzten Absatz, ganz am Schluss, wird gesagt, dass er Abenteuer im Fleisch und Geist erlebt. Da könnte man so an eine Entwicklung denken. Und dann heißt es, diese Abenteuer, die steigerten seine Einfachheit. Insbesondere der Gedanke der Steigerung hat die Forschung in der Vergangenheit beschäftigt. Nicht zuletzt, da Thomas Mann als Autor sich dazu geäußert hat. Wiederholt stellte Mann Bezüge zum Bildungsroman der Goethezeit her, wodurch nahegelegt wurde, dass Hans Castorp eine Steigerung im Sinne einer Entwicklung, also als eines klassischen Bildungsganges durchläuft. Dass im Roman selbst wiederholt davon die Rede ist, Hans Castorp sei ein Bildungsreisender, scheint diese Deutung der Steigerung im Sinne eines Entwicklungsganges zu bestätigen. Im Kontrast dazu steht allerdings, dass er wieder, wie erwähnt, offenbar schnell wieder vergisst und dass er am Ende ja nicht ins Leben entlassen wird, sondern stattdessen die tödliche Katastrophe des Ersten Weltkriegs erfährt. Dem Untertitel meiner Vortragsankündigung können Sie entnehmen, dass ich mich auf die Frage der Bildung des Protagonisten beziehe, dabei aber den Fokus auf das Statische lege. Ich habe Bildungsstand verwendet, weil die von mir vertretene Position darauf abzielt, dass Hans Castorp eben keine Entwicklung durchmacht. In Verbindung damit, dass er sich in vielen Dingen von der Berghofgesellschaft unterscheidet, er ist sonderbar, das ist die erste Zeile meines Titels, und dass er sich dabei vorrangig als äußerst aufnahmelustig erweist, indem er alles hörenswert findet, dadurch mag der Eindruck entstehen, dass er sich entwickelt, sprich, dass er eine Steigerung erfährt, im Sinne davon Erkenntnis zu erlangen und Maximen für sein Leben abzuleiten. Das ist jedoch nicht der Fall. Hans Castorp bleibt in seinem Wesen relativ konstant.
Im Folgenden wird es darum gehen, zu erläutern, warum ich das sage und dann in einer Art Ausblick zu fragen, welche Optionen sich aus einer solchen Textdeutung ergeben. Zunächst also zuerstens. Hans Castorp wird von Anbeginn als jemand charakterisiert, der äußerst empfänglich für äußere Reize ist. Er weist eine sehr hohe Suggestibilität auf. Das zeigt sich in verschiedener Hinsicht. Um es in der Kürze der Zeit deutlich zu machen, beziehe ich mich im Folgenden im Wesentlichen auf die Handlungsebene. Sie wissen ja aber, dass das, was vordergründig gezeigt wird im Zauberberg, dass das alles sehr viel Hintergründiges hat. Also Frau Störs Bildungspatzer, das hat alles auch eine tiefere Dimension. Und zur Verdeutlichung dessen, wie Hans Castorp zu charakterisieren ist, schauen wir uns jetzt also die Handlung an. Gleich zu Beginn ist auffällig, dass Behrens ihn so einschätzt, dass er ein Talent zum Kranksein hat. Das sagt er mehrfach. Castorp hat Talent zum Kranksein. Allgemeiner gefasst bedeutet dieses Talent, dass Hans Castorp sich allzu bereitwillig auf das einlässt, was an ihn herangetragen wird. Wie Sie dem Titel meines Vortrags entnehmen können. Er ist aufnahmelustig, er findet alles hörenswert. Betrachten wir seinen sogenannten Bildungsgang, so stellen wir fest, dass er dabei tatsächlich durch Einflüsse von außen gelenkt wird. Ohne diese Impulse würden ihn nicht all jene Themen beschäftigen, mit denen er sich auseinandersetzt. Seine Interessensgebiete sind dementsprechend. Wenn wir uns die Makrostruktur des Textes anschauen, dann ist es so, dass er zu Beginn, also so als eine Art Ouvertüre, das alles aufregend und neu findet, was Joachim ihm da erzählt bei der Ankunft. Er versucht sich auch darin, was die Bobschlitten, die bringen die Leichen runter und dann überlegt er so zur Zeit einiges. Aber dann, das ist der Auftakt und dann geht es los durch Reize von außen. Beginnt es mit den Wissenschaften vom Menschen, so können wir es nennen. Krokowski trägt die Psychoanalyse an ihn heran. Dann Behrens regt ihn dazu an, sich mit Biologie, Physiologie und Medizin zu beschäftigen. Dieses theoretische Wissen wird dann in der Praxis erprobt. Einmal Psychoanalyse mit Chauchat und Hippe, so diese alten Stellen, die wieder aufbrechen. Dann eben Walpurgisnacht, dass er und Chauchat zusammenkommen. Aber auch so etwas wie das Totentanzkapitel, diese karitative Moribundensorge. Das ist also auf Anregung von Behrens, von Krokowski davon entstanden, sich mit den Menschen zu beschäftigen. Parallel dazu, ein bisschen zeitversetzt, der historisch-politische Kontext, Settembrini und Naphta als Spieler und Gegenspieler, die da sich die Argumente hin und her werfen. Bei Hans Castorp, das muss ich zugeben, ist eine gewisse Auseinandersetzung mit Settembrini erkennbar, aber im Wesentlichen die grobe Linie ist durchaus so, dass er sich immer mit dem beschäftigt, was tagesaktuell ist. Schließlich kommt Peeperkorn, der die Positionen neutralisiert, wie es heißt, und weiter geht es dann innerhalb der Handlung auf krankhaften Wege, auch das ein Zitat, es geht also weg vom Rationalen, weg von der Wissenschaft, hin zu Stumpfsinn, Musik, Okkultismus und Spiritismus, Gereiztheit und all das mündet schließlich im Ersten Weltkrieg. Dieser Verlauf entspricht nicht einer Entwicklung des Protagonisten, sondern Hans Castorp durchlebt einen Werdegang, der durch die äußeren Bedingungen vorgegeben ist. Um das zu belegen, möchte ich Ihnen gern einige Zitate bringen. Allgemein erst einmal ist wiederholt zu lesen, ich kann jetzt nicht die Fülle der Zitate bringen aus 1100 Seiten, aber eine Auswahl natürlich. Es ist also mehrfach zu lesen, den jungen Hans Castorp verlangte es herzlich beeinflusst zu werden. Er war guten Willens, sich beeinflussen zu lassen. Und später im Text heißt es dann, dass Hans Castorp nach wie vor bereit war, Settembrinis Lehre unverbindlicherweise hörenswert zu finden. Also Settembrini unverbindlicherweise findet er es hörenswert und sich zum Versuche pädagogisch beeinflussen zu lassen. Von Interesse ist dabei das für ihn, was jeweils an ihn herangetragen wird. Er ist stets für das Neue empfänglich, das kann man ihm natürlich zugestehen. Und interessant ist es aber bei jenen Positionen, wo wir sagen würden, naja, also eigentlich ist die Textaussage da vielleicht nicht diejenige, wie wir es uns vorstellen. Beispiel Naphta, da sagt Castorp,
Absolut neu und geradezu aufregend für mich, wie ich gestehe. So ein Umgang erweitert ja den Horizont in ganz unverhofften Grade. Das ist auch immer so, er ist von geringem Graden und das ist dann jetzt ein neuer Grad, weil wir vom Logenhaus auch hörten heute Nachmittag. Also in ganz unverhofften Grade und gibt Einblick in eine Welt, von deren Existenz man keine blasse Ahnung hatte. Settembrini wurde ja immer so als der Mentor und Pädagoge beschrieben von der Forschung, aber es lohnt sich durchaus auch mal die Rolle Naphtas, bezogen auf Hans Castorp, näher zu beleuchten. Und im Zusammenhang mit dem Schneetraum sagt Hans Castorp eben interessanterweise, du, Settembrini, bist mir lieber als der scharfe kleine Jesuit und Terrorist, obgleich er fast immer recht hat, wenn ihr euch zankt. Und das geht gern unter, wenn man sich damit beschäftigt, dass Hans Castorp an diesem Punkt, da er gerade alles gehört hat von Naphta, sagt, der hat fast immer recht, wenn ihr euch zankt. Das wird dann später aufgelöst, Hans Castorp vergisst auch das, es kommt Peperkorn und Peperkorn, von dem heißt es dann, dass seine Gegenwart neutralisierte. Und dieses Neutralisieren, das bedeutet nicht nur, dass die Dispute zwischen Settembrini und Naphta unwichtig werden, sondern tatsächlich auch sein Interesse, sein sexuelles, erotisches Interesse für Madame Chuchat nicht mehr vorhanden ist, also nicht mehr spürbar ist. Peperkorn überstrahlt das und die Chuchat-Episode ist erledigt und jetzt ist das Neue da, jetzt ist Peperkorn da mit seinen Gesten am Wasserfall, mit seinem Charisma, das Hans Castorp gefangen nennt. Dies die Möglichkeit, also das im Detail auch zu sehen in der Handlung. Ein weiterer Punkt wäre, dass Hans Castorp bestimmte Formulierungen übernimmt. Der Bogen spannt sich dabei vom schlicht anmutenden Schnickschnack der Adriatica von Mühlendonk hin zu philosophisch fundierten Begriffen wie dem der Weltentzweiung, den er von Settembrini übernimmt. Also er übernimmt permanent irgendwelche Formulierungen, die ihm gefallen und dann eben immer das jeweils Neue. Es sind nicht nur Formulierungen, es sind auch Handlungen, die er übernimmt. So ahmt er den Blick eines Moribunden nach, ihr seht da im Krankenzimmer also einen Sterbenden liegen, er ahmt diesen Blick nach und das ist der Moment, mit diesen Augen blickt er eine Dame an, heißt es im Text, und das ist dann so die erste nähere Begegnung mit Madame Chuchat. Bei anderer Gelegenheit schaltet er im Sinne von Ratio und Aufklärung das Licht an, bei der Totenbeschwörung Joachims, viel später im Roman. Aber er tut das so, wie es vorher Settembrini getan hatte, in seinem eigenen Krankenzimmer, um den Spuk zu vertreiben. Er ahmt Peperkorn in seiner abgehackten, inhaltsleeren Sprechweise nach, analog dazu, wie er vorher probeweise Argumente von Settembrini und Naphta aufgriff. Seine Aufnahmelustigkeit ist so weit gesteigert, dass er sogar Dinge übernimmt, von denen er weiß, dass sie nicht korrekt sind. Wo ist das? Ja, Entschuldigung. Er und Joachim sind nicht verwandt miteinander. Es wird zu Beginn des Textes zweimal gesagt, dass es der Stiefschwestersohn ist. Und als Behrens bei der gemeinsamen Untersuchung der Vettern vermutet, es läge in der Familie mit der Tuberkulose, da widerspricht Hans Castorp und sagt, er ist aber nur ein Stiefvetter von mir, Herr Hofrat. Behrens ignoriert das geflissentlich. Später überlagert aber die Fehleinschätzung durch den Arzt Hans Castorps eigenes Wissen um die Familienverhältnisse. Er sagt nur wenige Seiten später, also es kann ja sein, dass es ein bisschen in der Familie liegt. Behrens wenigstens machte so eine Bemerkung. Und noch viel später, bei Joachims Rückkehr zum Sterben, erklärt Hans Castorp auf die Frage, Sie hängen an Ihrem Vetter. Was lässt sich da sagen, Herr Hofrat? Ein so naher Verwandter. Also das ist eine Einschätzung, die er da übernommen hat und von der er wissen muss, dass die nicht stimmt. Es spricht also einiges dafür, Hans Castorp als jemanden zu verstehen, der auf Außenreize reagiert und der sehr leicht beeinflussbar ist. Es wäre natürlich nicht der Zauberberg, wenn es nicht auch Belege dafür gäbe, die eine solche Lesart unterwanderten. Das möchte ich nicht verschweigen.
Zum Beispiel ist eben, wie erwähnt, bei Settembrini eine gewisse Auseinandersetzung erkennbar. Es gibt einige wenige Situationen, in denen er selbst entscheidet, etwa wenn Behrens wütend sagt, sie können beide abreisen, sie sind gesund, Hans Castorp bleibt, entscheidet sich dagegen. Es gibt auch so Erzählerkommentare, wie dass er sich jetzt neuerdings nicht mehr verhaspelte und so weiter. Also das habe ich auch gelesen, das habe ich auch zur Kenntnis genommen. Ja, ich weiß, dass das im Text steht, sage dennoch, in der großen Linie bezogen auf seine Figurenzeichnung ist da aber keine Entwicklung erkennbar. Was ergeben sich daraus nun für Deutungsoptionen hinsichtlich des Romans? Ich möchte zwei Aspekte benennen, einmal bezogen auf den historischen Kontext und dann, was die Art der Erzählung betrifft. Zunächst also zuerstens. Hans Castorps Zuwendung zu den verschiedenen Standpunkten kann im Sinne der historischen Gegebenheiten im frühen 20. Jahrhundert gelesen werden. Jene Epoche der Moderne ist durch den Verlust des Zentrums charakterisiert, also dadurch, dass es keine Autoritäten und letzte Instanzen mehr gibt. Gewissheit und Verlässlichkeit weichen einem Wahrheitspluralismus, der zwar vielfältige Möglichkeiten bietet, zugleich aber auch Orientierungslosigkeit bedeuten kann. Die ein wenig überstrapazierte Formel vom Zauberberg als Zeitroman ist in diesem Sinne ebenfalls anwendbar. Die Vielzahl all jener Ansichten, Perspektiven und Informationen, die auf Hans Castorp einwirken, sind dabei zugleich Ausdruck eines demokratischen Verfahrens, das damals auch in der Politik ja etwas Neues war, etwas Neuartiges war. Es wird hier im Roman alles paritätisch vorgetragen. Seien es naturwissenschaftlich-medizinische Aspekte, historische Informationen, politische Ansichten oder parawissenschaftliche Praktiken wie die einer spiritistischen Sitzung. Es ist an ihm, Hans Castorp, sich damit aktiv auseinanderzusetzen und einen eigenen Standpunkt zu erarbeiten, so wie er das im Schneetraum ja ansatzweise tut. Insofern thematisiert der Zauberberg ein damals aktuelles Problem, sich im Sinne des Wahrheitspluralismus in Demokratie zu üben, ohne sich selbst dabei zu verlieren. Die Stabilität des Ich und damit zusammenhängende Fragen der Identität sind ein weiteres wichtiges Thema der damaligen Zeit. Die Literatur der Moderne thematisierte die Krise des Ich auf vielfältige Weise. Von der Forschung, also von der modernen Forschung allgemein, nicht hier Thomas Mann Forschung im engeren Sinne, also von der Forschung wurde und wird dieser Aspekt als zentral erachtet, also von uns auch, aber Thomas Mann spielt dabei, wenn man jetzt schaut, welche Autoren dann betrachtet werden und genannt werden, da spielt Thomas Mann eben eine geringere Rolle als andere Autoren, mutmaßlich, weil seine Figuren weniger offensichtlich diese Problematik thematisieren. Also Hans Castorp ist schon stabiler als eine Figur bei Döblin in der Ermordung einer Butterblume, ne? Wo dann also schon Fragmentierung des Ich erkennbar ist. Ja. Möglich ist aber auch bei Thomas Mann eine Deutung, dass Figuren wie Hans Castorp die Frage der Ich-Identität und Selbstvergewisserung aufwerfen, gerade weil sie scheinbar tradierten Mustern folgen und dass sich gerade in der Differenz zu herkömmlichen Erzählschemata, Stichwort Bildungsroman, das Moderne seiner Texte erweist. Also da wird getan, als wird ein Bildungsroman erzählt, es funktioniert aber nicht und das zeigt dann eigentlich gerade das Defizitäre und Problematische. Hierin sind wir jetzt bei der Form angekommen und damit bei meinem letzten Punkt. Es lässt sich hier eine Parallele zwischen Hauptfigur Hans Castorp und dem Erzähler ziehen. So wie Hans Castorp nur scheinbar eine Entwicklung durchlebt, indem es so aussieht, als erführe er eine Steigerung, so ist auch der Erzähler nur scheinbar ein auktorialer Allwissender. Die Analogien der Verhaltensmuster zwischen Hauptfigur und Erzähler sind äußerst auffällig. Beide geben sich eine Form, der sie letztlich nicht gerecht werden können. Dabei unternehmen sie den Versuch, in traditionellen Spuren zu wandeln. Castorp als klassisch anmutender Bildungsreisender, der Erzähler als allwissender Herr über seine Geschichte. Die Fassung, die sich der Erzähler gibt, mutet entsprechend an.
mit dem paternalistischen Wir, ne? Wir wollen jetzt die Geschichte erzählen und immer dieses Wir und das und das und das, mit den umfangreichen Reflexionen und Erläuterungen, also er erweckt den Eindruck, als ist er Herr über seine Geschichte und hat das, was er da erzählt, im Griff und weiß alles und kann alles, mit dem Aufbau, der sehr traditionell wirkt, am Anfang eben die Ankunft, dann diese Rückblende zur Kindheit Hans Castorps, dann geht es weiter im Text. Also das wirkt alles so, als sei es ein allwissender Erzähler. Und ähnlich wie sich schon bald erweist, dass Hans Castorp seiner ihm zugewiesenen Rolle nicht gerecht werden kann und dass, obwohl Hans Castorp die besten Voraussetzungen mitbringt, ähnlich wird auch der Erzähler seiner Rolle nicht gerecht. Zunehmend verliert sich der Erzähler in Erklärungen, warum er seine Geschichte so und nicht anders erzählt. Am Ende erscheinen diese fast schon als Rechtfertigungen. Die lineare Struktur bricht er selbst später auf, indem er zum Beispiel die Dispute zwischen Naphta und Settembrini den Ereignissen im Sanatorium zuordnet. Sagt er auch, jetzt bringe ich den Disput um, weil so und so, ne? Und er erklärt das auch alles, warum er das tut. Aber in der Umsetzung wirkt es eben gerade durch diese Übergenauigkeit nicht geglückt. Sein Bemühen um Genauigkeit, wenn er permanent auf dialektale Besonderheiten und verschiedene Arten der Aussprache seiner Figuren verweist, bewirkt auch eher das Gegenteil, dass nämlich der Eindruck entsteht, er könne nicht adäquat vermitteln, was sich tatsächlich ereignet hat. Also wenn er auch immer sagt, die 15 Tanseaten, die sprechen das ST getrennt aus und mit Bindestrich, es entsteht eher der Eindruck, er ist nicht der Herr seiner Geschichte. Auch im Detail sind Parallelen zwischen Figur und Erzähler feststellbar. Sie übernehmen auch beide Formulierungen von anderen Figuren. Ich möchte es hier nicht weiter ausführen. Es ist zwar mir ein Herzensthema, aber es geht ja um Hans Castorp heute. Ich möchte nur belegen, dass wir, oder möchte sagen, dass wir von dieser Art und Weise, wie Hans Castorp gezeichnet ist, wenn wir davon ausgehen, dass er eben keine Entwicklung erfährt, dass wir da auch Rückschlüsse auf die Erzählstruktur vornehmen können. Und damit komme ich zum Fazit. Das ist ganz kurz. Der Zauberberg zeigt sich eben auch aus dieser Perspektive als Text der Moderne. Fixpunkte im Sinne von Gewissheiten gibt es nicht und das erstreckt sich auf alle Ebenen des Romans. Als demokratischer Text bietet er jedoch eine Vielzahl von Lesarten an. Er lässt die Kontroverse zu, fordert sie geradezu heraus und ist damit auch 100 Jahre nach seinem Erscheinen noch zeitgemäß. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Thank you.